So, Freunde, Junichi Masuda hat sich nicht lumpen lassen und auf der Japan Expo in Paris ein neues Pokémon vorgestellt mit dem Namen Molunk. Dieses Pokémon ist das erste Pokémon mit der Typenkombi Gift Feuer und ich finde das ehrlich gesagt interessant, denn diese Kombi habe ich gedacht, würde es bereits geben, gibt es aber allerdings nicht. Wobei man sagen muss, sie hätte sich eigentlich mega gut angeboten zur dritten Generation oder zum Remake der dritten Generation. Denn, seien wir ehrlich, Magma, Team Magma mit einem Gift-Feuer-Pokémon, also diese ganzen Teams haben immer ein Gift-Pokémon, mindestens eins. Aber ja gut, ich lag wohl falsch damit, gab es noch nicht. Ja, auf jeden Fall so viel dazu. Das Pokémon, also die Namenszusammensetzung, ich weiß nicht, ob ich das gerade schon erwähnt habe, Molunk, Molch und Halunke. Englisch Salandit, was Salamander und Bandit heißen soll. Bedeutet, wir haben es hier mit einem kleinen Banditen und Halunken zu tun und einer Art Feuersalamander, was ich interessant finde. Wie gesagt, das Pokémon ist eine Art Gift-Pokémon, beziehungsweise ist ein Gift-Pokémon und ist deshalb auch in der Kategorie Gift-Echse, was, ja, ganz cool ist eigentlich. Also ich finde das ganz cool. Ich weiß nicht, wie ihr so zu Echsen steht. Ich persönlich habe jetzt keine spezielle Vorliebe dafür. Es gibt ja auch Menschen, die haben die in so Observatorien und so weiter. Hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall hat es auch eine neue Fähigkeit und zwar Korrosion. Und diese Fähigkeit erlaubt es diesem Gift-Pokémon, selbst Stahl- und Gift-Pokémon, also andere Stahl- und Gift-Pokémon, beziehungsweise Gift-Pokémon, Stahl-Pokémon ist jetzt, ne? Egal. Ebenfalls zu vergiften und das ist sehr interessant. Die Frage ist jetzt noch, ob diese Korrosion-Fähigkeit noch auf andere Statuseffekte oder auf andere Pokémon, die halt nicht paralysiert oder sowas zum Beispiel werden können, da halt auch was bringt. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob irgendein Pokémon überhaupt nicht paralysiert werden kann. Aber das ist anderer Kram. Auf jeden Fall, was haltet ihr von der Fähigkeit und was haltet ihr von Molunk? Noch was ganz kurz zu Molunk. Dass es durch seine Route eine Art Giftgas und Flammen raus stoßen kann. Und dieses Gas, wenn man es einatmet, Schwindelgefühle aufkommen lässt. Ich find's interessant, es wird auch nicht als wirklich sonderlich stark beschrieben, sondern eher so, naja, als raffiniert und es kann schon relativ gefährlich werden, allerdings soll es nicht wirklich sehr stark sein. Was haltet ihr von Molunk? Schreibt's mir in die Kommentare rein, würde mich brennend interessieren. Was haltet ihr überhaupt davon, dass Game Freak so mit den Typenkombinationen so experimentiert? Die Typenkombi Giftfeuer ist jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich meine, gut, es hat eine Vielfachschwäche gegenüber Boden-Pokémon. Allerdings, der Rest sieht relativ ausgewogen aus und ich würde es jetzt nicht als wirklich schlecht von der Typenkombi einschätzen. Würdet ihr sagen, vielleicht könnte so eine Gift-Feuer-Kombi auch auf die Flamme-Hiau-Entwicklung übertragen werden können? Fände ich natürlich besser als eine Art Kampfkatze wieder. Aber gut, man kann nicht alles haben, wobei ich mir am liebsten immer noch eine Unlichtkatze wünschen würde. Aber so viel dazu. Schreibt mir eure Meinung zu Molunk in die Kommentare, würde mich brennend interessieren. Und haut rein, bis dann und ciao!